Ein herzliches Grüß Gott bei Bayerisch, Steirisch, Feiner. Ich möchte euch in der nächsten Zukunft mitnehmen auf meine persönliche Reise mit dem Akkordeon. Es stellt sich die Frage, wie viel Zeit benötigt man, um auf diesem Instrument ein paar schöne, einfache Lieder spielen zu können? Die einfachste Antwort, die mir einfällt, es dauert einfach eine Ewigkeit. Wie lange das diese Ewigkeit dauert, kann man Gott sei Dank nicht genau sagen. Aber eines weiß ich, es macht tierisch Spaß. Ich habe mir im Vorfeld eine Schule besorgt, und zwar aus dem Internet über eBay, eine gebrauchte Akkordeonschule von der Firma Hohner, und zwar das Solospiel Akkordeonspiel wie es Laufko aufsinnig. Nachdem ich diese Schule bekommen habe, habe ich dann gleich festgestellt, dass sie doch sehr schwer zu bespielen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe für mich angefangen, einfach mir Gedanken zu machen über ein Tonleiterspiel und habe mit der einfachsten Tonleiter, mit der C-Dur-Tonleiter angefangen, ist in diesem Heft auf der Seite 7, habe aber diese Tonleiter nicht in 16-Noten gespielt, sondern einfach angefangen mit Viertelnoten, sehr langsame Spielweise. Ich habe darauf geachtet, dass jeder Ton einigermaßen gleich lang wird. Und wer sich jetzt noch nicht hier auf dieser Tastatur, auf der rechten Seite, der Melodieseite auskennt, ich fange mit dem C1 an, das wäre hier in diesem Bereich. Das heißt, wir haben hier in der Innenreihe diese Halbtontasten und wir haben immer drei Stück, dann haben wir ein Zweierpärchen, dann kommen wieder drei, dann wieder zwei, dann wieder drei und dann wieder zwei. Und jeweils vor dem Zweierpärchen oberhalb die weiße Taste ist ein C. Und mit diesem C habe ich begonnen. Und diese Tonleiter in C-Dur umfasst ja 7 Töne plus den Oktavton C, also 8 Töne insgesamt. Und die erste Problematik, was mir aufgefallen ist, ist, wir haben nur 5 Finger auf bei unserer Hand. Und deswegen müssen wir innerhalb dieser Tonleiter schon einen Positionswechsel durchführen. Dieser Positionswechsel kommt nach dem dritten Ton der Tonleiter, das wäre das E. Das heißt, nach diesem Ton muss der Daumen untersetzen zum F und dann geht die Folge ganz normal wieder weiter. Das heißt, ich mache das einmal vor. Ich habe dieses C mit dem Daumen, ein D mit dem Zeigefinger, ein E mit dem Mittelfinger. Dann muss ich untersetzen mit dem Daumen und spiele das F wieder mit dem Daumen, das G mit dem Zeigefinger, das A mit dem Mittelfinger, das H mit dem Ringfinger und das hohe C mit dem kleinen Finger. Rückwärts zurück, C, H, das A, das G, das F, übersetzen mit dem Mittelfinger zum G, D und mit dem Daumen wieder das C. Um hier eine Struktur zu bekommen, habe ich diese Sachen immer mit einem Metronom gespielt. Dieses Metronom habe ich auf Tempo 50 eingestellt. Ich hoffe, man kann das jetzt hier in der Aufnahme auch hören. Also auf 50 eingestellt. Ich versuche, mich auf diesen Takt zu konzentrieren, dieses Metrum aufzunehmen und dann jeden Ton als Viertelnote zu spielen. 1, 2, 3, 4. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie oft muss ich das spielen? Ich sage jetzt ganz einfach mal eine imaginäre Zahl, 500 Mal und dann kommen sie. Das Wichtige ist einfach,
dass man nicht schneller wird. Also immer diese gleichbleibende langsame Geschwindigkeit, um vom Anfang an Fehler zu vermeiden. Nach dieser Tonleiter habe ich mich dem Dreiklang gewidmet in C-Dur. Der Dreiklang sagt dieser Name schon aus. Das sind drei Töne in dieser Tonleiter. Und zwar der erste, der dritte und der fünfte Ton der Tonleiter. Das wäre das C, das E und das G. Und dann folgt noch der Oktavton des C wieder. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem C ausgehe, habe ich den Oktavton dazu, mit dem zweiten Finger, mit dem Zeigefinger, das E und mit dem Mittelfinger das G. Und somit habe ich einen vollen Akkord. Ich spiele das einzeln, das heißt, ich teile diesen Akkord. E, G, C, G, E, C. Diese Übung ist deswegen so wichtig, weil im Spiel, in diesem Melodienspiel später, werden wir diese Handstellung ganz, ganz oft benötigen. Und deswegen bereite ich jetzt schon meine Hand vor, diese Stellung zu finden. Wenn ich jetzt von meiner Tonleiter ausgehe, die ich gespielt habe, jetzt kommt mein Dreiklang. Ich spiele es nochmal. So, das Ganze habe ich dann noch vervollständigt, und zwar mit dem Bassspiel. Wer es jetzt hier nicht auskennt, es gibt einen Anhaltspunkt auf dieser Bassreihe, und zwar haben wir hier 6 Reihen. Ich zähle sie von innen nach außen. Das heißt, ich habe hier die erste Reihe und auf der zweiten Reihe, ziemlich in der Mitte, gibt es einen Knopf, der eine Mulde hat. Und diese Mulde kann ich mit dem Finger fühlen. Und das ist gleichzeitig unser C-Bass. Und auf diesen Bass lege ich meinen Ringfinger. Und wie ihr bei mir sehen könnt, ist diese Reihe, ist diese schräg nach oben gehend, immer gleich. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Ringfinger auf dem C-Bass habe, ja, und gleich dahinter lege ich dann meinen Mittelfinger, hier befindet sich auf dieser dritten Reihe der Akkord. Bass, Akkord. So, mit dem Zeigefinger gehe ich in die zweite Reihe neben meinen Ringfinger, denn dort befindet sich das G. Das G ist in diesem Fall der Quintbass, der Wechselbass zu dem C. Und das Ganze mache ich natürlich genauso mit meinem Metronom im Tempo 50. Wichtig ist dabei, völlig entspannt. Keine Verkrampfung. Konzentration auf das Mikro. Sollte ich gut klarkommen mit diesem Bass, dann kann ich versuchen, die Tonleiter mit inklusive Bass zu spielen. Was wir hier beachten müssen, ist aber, dass der Melodieton länger ist wie der Basston, denn die Bässe und die Akkorde werden wir sehr, sehr kurz spielen, also nicht breit. Das würde wie ein Leierkasten klingen, sondern wirklich kurz. Zack, 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 zack. Das heißt, wenn ich den ersten Ton spiele,
muss der Melodieton mit der rechten Hand länger sein wie der Basston. Einen Fehler habe ich natürlich auch gespielt, der darf natürlich auch so sein. Und das ist immer jeden Tag meine Vorübung, wenn ich zu spielen beginne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und sollte eure Interesse geweckt worden sein, auch Akkordeon spielen zu lernen, dann schaltet ein und wartet auf mein nächstes Video. Vielen herzlichen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Euer Thomas. Servus.